Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Stadttheater. Mit dabei sind Dado, Shigo, Nancy, Gerenz und der Maxi. Guten Morgen. Hallo. Im anderen Team sind die üblichen Verdächtigen Anne Krebs, Kundra, Manu, Sachse und Liquid. Die Liquide. Der wohnt hier. Ach, der Sachse? Was ist das hier für ein Scheiß? Die Liquide. Der Bahnhof, ach so. Wer hatte eigentlich die große Plantage der Baumwolle wollte? Oder wollte ich das machen? Das weißt du. Hier, guck mal, hier ist ein Dorf. Ah, das wird schon gelootet, sieht so. Hätten wir auch, da hätten wir auch Beschäftigungstherapie für Sachsen. Der hätte die ganze Zeit Baumwolle looten können. Achso, ich dachte, der hätte die ganze Zeit hier Dörfer looten können. Nee. Ja, ein riesiges Feld voller Baumwolle, hätte er gesagt, die ganze Zeit ernten können. Alter, das ist auch ganz schön krasser Eingang da. Wie er das machen will, weiß ich nicht. Oh Gott, jetzt hab ich schon Sandblock gesetzt. Der Villager. Boah, es ist aber hart geradet hier, das Dorf. Wo ist der? Wohnt der hier unten? Also, den Villager hab ich leben lassen. Da ist echt nicht eingebaut. Warum steht der? In welche Richtung bist du gelaufen? Aber wenn ich hier in diesem Schneebium bin, bin ich bestimmt bald bei Grants. Hey. Geh mir jetzt gleich einen Pony holen, ja. Dann ist es bestimmt das Ding, was direkt hier nebenan ist. Oh, das müsste jetzt an Dünger reichen. Gut, erstmal schnell. Nein. Shigo unterstützt. Da sagst du schon wieder. Was will denn von mir mit dem Scheiße? Soll ich ihn in Ruhe lassen, Mann? Er hat gerade. Achso, wahrscheinlich hat er gegen Monster gekämpft und du hast ihm nicht geholfen. Ja, und? Das ist nicht mein Problem. Oder er hat irgendwas von dir geklaut. Na, so bleiben wir. Der Sachs hat eigentlich Rüstung und Dia-Schwert. Also mittlerweile dürfte dann Spinne oder so auch nichts mehr ausmachen. Aber er hat kein Essen, das muss er sich immer erst bei Shigo holen. Ja, das Essen hat er ja eigentlich bei sich vor der Haustür. Sein Haus ist ja eigentlich neben Krabs. Das ist so weit weg. Jetzt überleg ich doch mal, der Sachse, der kann nicht so weit. Ist schon ein bisschen älter. Moment mal. Haus. Ungeziefer, Hilfe! Ist ja nicht eine der Jüngsten. Ja, ich habe auch immer 1000 Füßler hier. Mal. Der Sachs ist, glaube ich, der Jüngste, der hier mitmacht. Ansonsten ist, glaube ich, nur noch Kapuze und Nils jünger. Mhm. Nils ist ja minderjährig. Das ist ja strafbar, wenn man Nils hier so angrebt. Wer gräbt Nils an? In Minecraft kann ich ihn nur bestimmt angraben. Mit der Schaufel oder was? Ja. Ich muss jetzt mal allein meinen Apfelbaum fällen. Hast du jetzt gerade gelacht? Warum fällt so ein Apfelbaum jetzt? Weil der im Weg steht. Mhm. Du kannst ja, wenn du noch einen Apfel hast, kannst du einen neuen. Ja, ich hab einen Apfel, deswegen. Hier ist irgendein Arschloch hat Ranken an mein Haus gemacht. Tja, da man das ist nicht gut ran. Für die Struktur dann. Irgendjemand hat bei mir. Die das ist wie Schimmel, Steine, das kriegst du nicht wieder raus. Ja. Da musst du erstmal einen Kern, Dalu. Muss auch den Statiker dann erstmal rufen. Ich würde erstmal den Schmied rufen an der Stelle. Da muss ein Eisenträger rein. Den spiele ich dir, kein Thema. Freundschaftspreis. Ach, nennen sie. Da ist sie raus. Ah, das ist eine raus. Das kann sie nicht mehr. Right. Sorry, die Leute, ich bin raus. Kein Bock auf den Scheißladen. Bei den anderen. Lippool. Oh, nee. Und da war der Sachse auch weg. Hier ist kein Enderman. Ist das wirklich ein Skeleton gewesen oder war das Dalu? Vielleicht ist das der Dalu-Skeleton. Also, umbenannt ist Dalu jetzt auch nicht. Umbenannt in Skeleton. Was shot bei Skeleton? Angeblich. Wenn ich jetzt Reis finden würde, wäre es auch super nice, aber. Reis. Rice, Baby. Rice. Baked Potatoes. Ja, das ist ein riesiger Reisfarm machen, ne? Wenn halt einfach 3-4 mal hin zurück. Ne, mit Reis kann man auch noch viele Sachen craften. Ist auch noch toll. Kann man das? Aber so eine Banane oder so eine Kokosnuss wäre auch noch cool. Ja, ich hab, wie gesagt, ich hab diesen Tropical Garden ja versucht zu finden, aber das geht ja. Einen hast du ja gefunden. Ja, und da war 2 Kiwis und eine Traube drin. Ja, und du hast eine Traube gewollt, also hast alles gewonnen. Jups, das stimmt. Anne ist wieder da, hey. Warum ist Liquid nicht da? Er ist doch da. Ist die Ente, ja, der steht da in einem Berg eingebaut, aber er ist nicht anwesend. Er kann schon wieder nicht aufnehmen. Nee, der hat bestimmt immer noch Probleme damit. Da schwimmt ein Hai. Hey, hier schwimmen immer Haie. Mein Gott, das ist ein Hai.
Oh Gott! Mein Gott, da ist noch ein Ei. Ah, nee, ist ein Tintenfisch. Oh, was machst du da? Creeper auf. Aber ich muss ein bisschen hier terraformen, weil ich dort brauche für meinen Hügel. Guck mal, das sind Goldini da. Machen natürliche Dinge, also keine Sorge. Goldinis? Nee, ich habe mich bloß gewundert, warum Goldini, du hier mit der Schaufel durch die Gegend grenzt. Ja, ich brauche ein dort halt. Oh, mein Hügel abflachen. Geiler Schritt. Ich habe mich verlaufen. Perfekt. Wie sind wir los? Ich hab mir einen Kopf. Einer weniger. Wo? Du kriegst keinen Essen mehr. Eigentlich? Doch. Oh. Dass ich dir mal alles bringe. Du kannst ihn ja nicht dran hindern, jetzt dein Essen zu nehmen. Du bist. Das ist korrekt. Aber was will er denn nehmen? Will er jetzt die Rohsachen essen? Das schmeckt auch nicht. Im Zweifel. Kochst du immer frisch? Hast du nichts auf Lager? Ich koche immer frisch. Ich glaube, Büro wird noch frisch gekocht. Jetzt immer noch nicht gesehen, ey. Manu. Was meinst du? Er hat an einer Kiste direkt am Eingang seines Hauses hat er ein Schild dran, wo Finger weg steht. Und ich habe das Schild umbenannt. Das ist der Eingang zur Gay-Höhle. Und er steht die ganze Zeit davor und arbeitet an der Höhle. Hat das nicht gesehen? Ignoriert das vielleicht. Was ist los? Was los? Sorry, aber das ist echt zu gut. Reinschreiben müssen, Finger. Ja, nicht. Also Dario, jetzt wo du gerade gesagt hast, dass du was umbenannt hast, ist es nicht unbedingt jetzt ein bisschen Safe-Point. Jetzt hat er es gemerkt und hat mich angegriffen. Oh Mann, ey. Ah, da vorne ist Grenz. Hallo Grenz. Machen Sie hier. Ich war auf Durchreise. Oh, was machst du denn? Groß erwachsen. Wie machst du, dass die funktionieren? Einfach hier ins Wasser tun. Und dann kann man da was rausfischen? Ja. Hier kannst du was kochen draus. Kannst mal ein paar Delikatessen zubereiten für mich. Delikatessen. Deliziös. Musst du dann irgendwie Baits rein? Nancy, hast du noch Oak Wood? Ja, du musst da Köder rein tun. Was für Köder tust du da rein? Einfach die Fischbait. Keine Ahnung, wie viel brauchst du? Fishtrap Bait, so heißt das. Aber ist das nicht doof, weil du da Fisch draus... Viel kann ich nicht wirklich, weil ich baue mein Haus auch aus. Ja, schon, aber ich esse die doch eh nicht. Ja gut, aber du kriegst 8 Bait aus 3 Fischen, ne? Ich bin einfach nur ein Züchter. Ach, hallo. Hast du mir einen Frosch gegeben? Ja. Ich hab, glaub ich, einen Frosch. Man kriegt Frösche draus. Also hier, warte. Nee, nicht dieses Krebsholz. Nee, ich meine. Und das. Was ist das? Also, voll ein Stack. Das ist ja wie bei Stardew Valley. Aber mit Eisen. Das hat Stardew Valley doch davon gekriegt. Stimmt. Einsicht. Ich hab nicht mehr so viel, aber später welches. Nichts haben sie selbst gemacht. Was machst du hier? Alleine sie, das hat doch nur einer gemacht, oder? Ich war das. Hast du Stardew Valley? Dein Herz! Oh, das jetzt mit dem Wasser ist echt kacke in dem Mod. Warte, ich helfe dir. Jetzt trinkst du schon. Nein. Okay, jetzt fließt es ab. Hat jemand Lapislazuli? Es fließt ab. Ah, nee, sind eins sieben. Da unten ist ein Feld. Also, das ist jetzt garantiert geerntet. Also, das ist nicht mein Hauptgedöns. Nee, hier. Alle, alles gut. Nancy, was hast du denn hier für eine geheime Höhle? Geht's zu Trans und dann. Und dann geht's ab bei Grants und Nancy. Alter, was ist denn das hier? Ey, der hat ein verzaubertes Gedöns da hier. Bogen. Ja, guck mal, ich stehe jetzt an Nancys Feld. Ja, hey! Guck mal hier, Nancy hat unterirdisch mehr gebaut als oben. Kann das sein, dass ihr mich irgendwie ablenken wollt? Hab sie abgelenkt. Nicht, mach jetzt fertig, Goro. Jawohl, ist leer jetzt. Passt das? Ja. Das Zuckerrohr wächst nicht, so eine Scheiße. Jetzt klau alles. Alles raus, hier Kisten auf. Hey. Kisten auf. Was ist denn das Oakwood? Abrissparty hier bei Nancy. Mach zu, oben. Ich hab die Pinkel dabei, jetzt wird hier zu. Nancy. Wolltest du nicht irgendwas holen? Also komm mal her, ich hab hier ein bisschen. Guck mal, Goro. Nancy hat hier eine Wasserrutsche. Nancy. Das ist der Hammer, Nancy. Das ist so schön, was bei dir, genau, macht ihr bei Nancy? Bis wieder einer stirbt. Nancy, wo ist mein Oakwood jetzt?
Ja, das ist alles. Vielen Dank. Ach, oh, schade. Hier oben ist die Disco-Terrasse hier oben. Ja. Disco-Terrasse. Aber wir brauchen noch einen Jacuzzi hier. Da kommt oh, das fließt ins Haus. Da kommt kein Jacuzzi. Komm, wir hauen ab. Jawoll. Ja, und Nancy weiß gar nicht mehr, was in den Kisten war. Hab ich alles vertauscht. Alles verkauft. In der Essenskiste ist jetzt Eisen drin. Ich weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Mir reizt die, weil wir jetzt in einem Verteidigungskiste, ich hab die Schnauze voll. Mensch. Warum ist hier Holz? Will ihr nicht von anderen Menschen abhängig sein, die nicht da sind? Warum liegt hier Stroh? Das Dings ist, was nicht kaputt geht. Ja, aber da wird ja was drauf gepflanzt. Auf dem Weg? Nein, auf den Dingern hier. Der Weg ist zum Laufen. Aber du musst ja nicht auf dem Weg laufen. Das hier kannst du nicht kaputt machen. Ja, aber es sieht doch kacke aus, wenn du nachher über das Feld rennst. Ästhetik. Shigo hat das aber eben gemacht. Gori. Gori bei. Gori? Gori. Hansi Goreng. Haben wir jetzt nie vernichtet. Ey, Goro, hast du auch die Dinger mitgenommen? Oh, von Gori. Nee, hab ich nicht. Nazi-Göring. Irgendwas habt ihr gemacht, der lacht ja immer noch. Das hat ein Däne letztens erzählt, dass er irgendwie in Deutschland war und dann wollte er irgendwas Essen bestellen und dann gab es ja Nazi Goreng und dann nur so, Nazi Göring? Alter, was essen die hier denn? Alles klar. Ja. Die Dänen sind ja nicht so. Na, hat er sich erstmal bestellt und hat sich gewundert, warum das Reis ist, weil er dachte, ja, Deutsch. Das muss doch nicht was Deutsches sein. Das muss ja was Deutsches sein, so Nazi Göring, wenn er schon so heißt. Der Göring, der geheime Bruder von Goebbels. Göring. Der Göring. Was mache ich denn da für mich, Mensch? Meine Freunde, der Sonne, das ist da. So, Fuck. Bling und Katsching und oh, bling, bling. So, hier kommt jetzt erstmal bei Bambus hin. Das ist Bambus. Süße. Wir brauchen wirklich, wirklich dringend ein Nether, ohne Witz. Warum haben wir Glowstone. Nein, ich brauche ein fucking Blaze Powder. Das stimmt, Blaze Powder wäre super. Ja. Anderthalb Monaten. Ja, dann ist, nach dann Sommer. Ist das Projekt nicht mehr existent. Bei mir wird es nie Sommer hier hinten. Ne. Wann wird es wieder richtig Sommer? Wann hält mal wieder richtig Sommer? Hält? Ja, der muss nämlich halten. Ich will den jetzt nicht dahin bauen und dann nicht ordentlich nutzen. Kann aber leider nicht halten, der Sommer. Mann, ich kann so nicht arbeiten, verdammt Scheiße. Und die Fische haben so funktioniert? Wie meinst du das? Da an der Seite mit nur einem Wasser oben drüber oder gar kein Wasser oben drüber? Ja. Du musst doch das sehen. Ja. Er hat einen Frosch hier sonst kriegst du Frösche her. Frösche und Muscheln hat er mir gegeben. Machen wir jetzt erstmal richtig schöne Sushi draus. Sushi? What? Asiatische Wochen. Aus dem Frosch? Ja, klar. Der kannst du bestimmt auch aufrollen. Das Bein in der Mitte, so. Das Bein in der Mitte, genau. Lecker, lecker, lecker. Mensch, da kriegt man ja richtig Grenz. Ich Hunger. Guck mal gleich, was ich draus machen kann, ne? Da hat man richtig Hunger gekriegt jetzt. Herr Hauptmann? Gott sei Dank habe ich schon gegessen. Fischbait, jawoll. Jawoll, sagt er. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Wohin damit? Jawoll. Da, drin jetzt. Jetzt fische ich. Gott, ich hab eindeutig Knick in der Optik. Also, wenn sie ums Bauen geht. If it smells, it sells, hat der alte Dings noch schon gesagt. Ja, wie hieß er denn noch? Willi. Willa von mir, verdammt. Der Willi? Der Willi? Ist nicht die Eule? Wer, Willi? Ups. Nee, das ist der Freund O'Reilly. Willi. O'Reilly? Und das ist der Bruder von O'Reilly. Nee, Willy, das ist der Vogel von Biene Maya. Ne? Also, du hast doch auch WoW gespielt. Du müsstest Willy und O'Reilly kennen. Du kennst nicht mal das Internet-Meme? Ja, die gibt's Eule, so, die ist eigentlich. Ja, es gibt so eine Eule, nicht, ne? Die guckt so doof ich und sieht nicht aus, als wenn sie dich was fragen würde. So, O'Reilly? Und dann gibt es eine andere Eule, die guckt so, als wenn sie sagen würde, yeah, really. Jeder, like. Internet da oben. So, Grenz. Anderer Stern. Ich hab dir das Einzige, was funktioniert, aus dem Frosch gemacht. Froschschenkel. Froschschenkel. Echt, das gibt es? Froschschenkel? Baby, es gibt's. Ja, aber hier im Spiel meinte ich das. Gewicht in Frankreich. Ja, in Frankreich.
So wie in China Reis. Froschenk. Wie in China Reis. Es gibt Froschenk, gibt es einfach immer zu allem. Doch, noch was gibt's Froschenk? Doch, ja, komm, machen Sie doch noch mal zwei rein, Frau Müller. Frau Müller? Ach ja, stimmt. Auch Frau Jacques Chirac. Jacques Chirac. Das war der Test. Das ist racist, weil Frau Müller ja deutsch ist. So, was verzauber ich zuerst? Was verzauberst du erst? Mich mit deinem Lächeln. Neun Level. Oh mein Gott, du bist schwarz. Maxi frei zu machen. Halt's Maul. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotze. Und Chico ist so charmant wie immer. Schnauze. Ja, ja. Ich hab nur gesagt, halt's Maul, nicht Schnauze. Ja, Achtung. Okay. Halt's Maul. Halt's Maul. Bescheid. Bei mir gibt's Baked Potatoes. Was gibt's bei euch? Was gibt's denn jetzt bei Chico? Den Verzaubertisch? Ja, Verzaubertisch. Bei mir gibt's Pommes. Mit Büchern oder? Mit drei Büchern. Ich brauch noch Pommes. Also, das Schlimmste ist Zuckerrohr. Ja, Goro ist doch so ein Farmer. Die Folge ist schon wieder vorbei, wir waren dran. Ach, Mensch, oh, wow. Leute, ne? Oh, really? Also, guckt bei den anderen mal vorbei, im anderen Team, was der Sachsen wieder gemacht hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Haut rein.